Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Im letzten Part haben wir den finalen Dungeon, das Dunkle Schloss Hyrule, angefangen. Und, ich habe jetzt die Fernzünderbomben gegen die normalen Bomben wieder eingetauscht. Einfach aus dem Grund, weil, naja, ihr wisst ja, mit dem Fernzünderbomben funktioniert das nicht so super. Jetzt kommt es nur noch auf Timing an. Das ist halt auch so eine Sache, die ich absolut nicht besitze. Ja. Danke, okay. So, wenn man die Fernzünderbomben nicht hat, dann geht das. Mit den Fernzünderbomben könnt ihr das hier klicken. Weil, ja, so, und hier, die ganzen Räume sind verschlossen. So. Was passiert jetzt, wenn wir... Was rüste ich denn aus, Alter? Fernbogen ist eigentlich nie eine schlechte Wahl. Und hier kommen wir jetzt dann einfach nur nochmal hier in den Raum. Um dann oben entlang zu laufen. Schau mal an. Aber was wäre denn, wenn wir oben entlang gegangen wären? Dann wäre da eine große Truhe gekommen. Dann checken wir das zuerst ab, auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß auch, was in diesen Räumen abging. Ja, so genau deswegen gehen wir jetzt zuerst hier hin. Und das bekommt sogar keine Zwischenbossmusik, sondern normale Bossmusik, Alter. Das ist heftig. Okay, das sind natürlich die härtesten von denen. Aber auch nicht wirklich schwer, wenn man gut blocken kann. Was ich ja durchaus kann. Ihr müsst euch immer nur so wirklich schon so, dass ihr sie von der Seite attackieren könnt. So, genau, und jetzt spawnen hier über. Und das war der erste schwarze Ritter, gegen den wir gekämpft haben. Das heißt, diese Statue hätten wir jetzt erst da bekommen können. So, und jetzt spawnen überall Ritter. In diesen Räumen, wo die großen Türen waren, die uns immer blockiert wurden. Und wenn wir die killen, werden uns die großen Türen geöffnet. Und dann, genau. Da bekommen wir immer Schlüssel, um dann hier letztendlich dann in den Boss-Key ranzukommen. Gut. Dann wäre das schon mal geklärt. Wir fangen jetzt auch direkt rechts an. Würde ich bitte verpissen. So, wir fangen jetzt hier direkt rechts an. Mit, boah, die sind böse schnell. Die sind sehr böse schnell. Wir können mal den hier versuchen. So, einer schon mal weg. Sobald einer weg ist, geht's. Aber zwei sind böse. Vor allem, ihr habt ja gesehen, wie schnell die sind. Gut, das war jetzt nicht die Härte. Sag ich jetzt mal. Aber wir haben es geschafft. So, und dann kommen wir hier immer in kleine weitere Rätselräume. In dem Fall ist das jetzt, zünde hier alle Fackeln an. Das haben wir auch gut hinbekommen. Jetzt müssen wir nur wieder hoch zur Tür kommen. Das ist kein schwerer Raum. So, oh Gott, Geister. Habe ich nicht eigentlich gesagt, dass diese große Wirbelattacke eigentlich nicht mehr vonnöten ist? Vergesst, was ich gesagt habe. Ich liebe sie. Oh. So, jetzt sind wir in dem Raum. Ah, genau, von da kamen wir nämlich. Und dann sind wir in dem ersten der Türme. Und bekommen einen kleinen Schlüssel. So. Ihr seht, es gibt vier Stück. Gut, dann haben wir schon mal einen von vieren. Das ist doch schon mal eine gute Quote. So, dann können wir jetzt dort unten lang gehen oder wir machen direkt links da den Raum. Ich würde sagen, dafür entscheide ich mich jetzt auch erstmal. Bevor ich dort unten lang gehe. War hier ein Herz? Ne, war nicht. So, genau. Hier war nämlich nur einer. Ein roter. Die waren aber, glaube ich, auch nicht ohne. Okay.
und tot. Gut, also auch nicht schwer. Es war halt auch nur einer. Die Zweier sind böse. Oh mein Gott, hier haben wir... Die scheiß Hände fallen, das ist mir gerade tatsächlich gar nicht aufgefallen. Oh, die fallen hier aber in einer guten Rate runter. Wir müssen jetzt hier... Ist dein Ernst? Nein, 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 das ist unfair, das ist unfair, das ist unfair. Oh Gott! Oh Gott! Alter, das war... das war gerade knapp. Diese scheiß Skelette, die in dem Raum sind, sind mega asozial, wenn es darum geht, die Teile zu treffen. So, hier ist wieder... Ist hier Schieben angesagt? So, ja gut. Jetzt müssen wir uns hier auch noch runterfallen lassen. Stimmt, da gab es ja auch noch so zwei Räume. So, weg mit euch. Tötet euch jetzt nur in die Hoffnung auf... In die Hoffnung. In der Hoffnung auf ein Herz. So, nun finden wir uns hier. Jetzt können wir dann unten die Tür wieder aufmachen. Da kommen wir dann nämlich wieder raus. Und kommen jetzt hier an die Truhe für den zweiten kleinen Schlüssel. Oh, Leute, Leute, Leute. Das Spielende rückt immer näher. Das ist... Krass, dann habe ich mal wieder ein Let's Play beendet. Hey. Hat sich jetzt auch lange gezogen, das LP. Bin jetzt irgendwie komplett dumm. Soll noch was kommen? Nö, anscheinend nicht. Kann ich euch? Nö, kann ja auch nicht. Ach ja, natürlich. So. Gut. Das heißt, dann gehen wir jetzt rüber auf die rechte Seite. davor hole ich mir aber nochmal in dem Raum oben Herzen ab. Die können mir nämlich sehr hilfreich sein. So. Bring da einfach geskillt rüber. Wir müssen es auf der rechten Seite auch nochmal Herzen geben. Ne, da gibt es einfach Rubine. Rubine, warum Rubine? Es ist so useless. Oh Mann, Alter. Ja, jetzt sind wir wieder full life. Da springen wir wieder schön drüber. Und dann warten wir rechts hier, bis wir durchgelassen werden. Von unseren lieben Freunden hier. Freunde! Und gehen dann dort nach unten. So, dann sind wir nämlich wieder in einem der Anfangsräume. Springen wir da hoch. Wo werden wir dann nochmal hingelassen? Genau hier unten hin. Dann kommen wir auch direkt wieder zu so einem Raum. Okay, so funktioniert das schon mal nicht. Okay, so, das heißt jetzt gleich wieder zum Schild. Und mach einfach nur blocken. Und er ist tot. Die sind halt echt nicht schwer. Also der eine Raum mit den zwei könnte nochmal etwas knackig werden, aber mir auch nicht. So, in welche Reihenfolge brauche ich euch? Boah, ich brauche euch in so einer X-Reihenfolge. Geht es nicht hier so, wenn ich den hier mache? Nintendo. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu echt nichts, Alter. Das ist lächerlich. So, ja, damit kommen wir nach oben. Wir checken aber natürlich nur noch ab, was da unten ist. Echt nicht, Alter. Was war das? Ich denke, das hier ist schon der finale Part von Minish Cap. Holy shit. Okay, Mumien, Mumien, Mumien. Ich bin jetzt eigentlich nicht so gut drauf, wenn ich ehrlich bin. Holy fuck, Alter, dieser Raum, Alter, er war eine Schwierigkeit. Stellt sie einfach in die Mitte und macht eine Wirbelattacke. Nintendo, please. So, und jetzt müssen wir einfach nur darüber auf die andere Seite gehen. Für den letzten der vier Schlüssel. So, das wird nochmal ein bisschen härter. So, und man... Das ist eigentlich eine gute Taktik, die hier dagegen zu lenken. Und dann hier so den hier zu machen. Wow. Krasser Scheiß. Oh, oh, oh. Okay. Okay, ne. Ich hab schon verkackt. Der Ansatz war nicht schlecht, so.
Aber hier hätte ich den hier machen müssen. Ja, perfekt. Optimal. Was müssen wir jetzt hier noch machen? Riesenwirbelattacke. Jetzt nur einen echten Geist, den ich immer killen muss, oder wie ist das jetzt? Nerv mich bitte nicht. Von mir aus renn in deinen Tod. Was haben wir unten? Ich glaube, es gab hier auch nochmal eine Feenquelle, oder? Mhm. Bomben, Bomben, Pfeile. Okay, und das mit dem Lichtbogen fuckt mich echt immer noch ab. Das ist ein bisschen schade. Aber hier haben wir auf jeden Fall den letzten Schlüssel. Krass, dann ist das tatsächlich der letzte Minish Cap Part. Außer ich beende ihn jetzt einfach, weil ich asozial bin und sage, im nächsten Part gibt es irgendwas. So, ich möchte jetzt bitte auf Full Life bleiben. Wobei das ja eh nicht so schlimm ist. Wir können uns da oben im Raum, was den Master Key gibt, ja auch immer wieder auffüllen. So. Wir scheißen auf das Teil, wir springen hier stylisch drüber. So, wir checken aber auch natürlich nochmal die Karte ab, ob wir wirklich alles haben. Jeder Raum ist besucht, bis auf den Bossraum, und wir haben alle Truhen, bis auf den Boss-Key. Aber den kriegen wir jetzt. So. Perfekt. Gut. So, muss ich euch von der Seite schieben. Ja. Ach komm, warum? So, einmal den hier. Und da ist der Boss-Key. So, wir machen es uns jetzt sehr einfach und sicher, um zum Raum zu kommen, wo der Boss-Raum oder die Boss-Tür ist. Das war's, wo ich das gesucht habe. Nehmen wir einfach die Teleporter und schon sind wir davor. Hier kommen wir, Vati. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr seid gekommen, um die Zeremonie zu stören. Aber ihr kommt zu spät. Wenn die Glocke noch dreimal läutet, ist die Zeremonie beendet. Und mit dem dritten Glockenschlag werde ich Erzdämon Vati sein. Tja, Zelda ist dann wirklich nur noch ein Stück Stein. Okay, wir haben keine Zeit. Okay, warum habe ich das gerade in der weiblichen Stimme vorgelesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir hier durchrushen. Und auf jeden Fall weiß ich, dass das jetzt nicht so intelligent war. Alter, viel zu viele Herzen verloren. Hast du die Glocke gehört, Tim? Nur noch zwei Schläge Beeilung. Wichser. Warum lebst du noch? Schnell, wir müssen uns beeilen. Zack, 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 zack. Lauf. Oh, wir haben es geschafft. Hat schon wieder geläutet. Was sollen wir jetzt tun? Noch einen Glockenschlag. Oh, leck mich am Arsch. Alter, lasst mir mal ein bisschen Freiraum. Lasst mir ein bisschen Freiraum, habe ich gesagt. Okay, man kommt echt am besten voran mit der Wirbeltaktik. Okay, und gegen dich kann ich jetzt eigentlich die ganz normale Schildtaktik nehmen. Puh, gerade noch so. Jetzt sind wir aber da, Vati. In wenigen Augenblicken wäre die Zeremonie vorüber gewesen. Aber ihr müsst mich ja ständig stören. Nun, das ist auch nicht weiter schlimm. Es war nicht sehr viel, aber ich habe genügend Force von Zelda erhalten. Nun kann ich zum mächtigsten Dämon in der Welt werden. Doch zunächst will ich mich um euch kümmern. Ha! Er wirft uns einfach wieder runter.
Ihr stört mich nicht mehr. Ich werde euch eine Kostprobe meiner dämonischen Macht geben. Ja. Schönes Auge hast du da. Oder ist das eine Klitoris? Ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. Es geht mir zu schnell. Ich lasse mich gerade viel zu dumm treffen. Würdest du etwas langsamer gehen, liebes Auge? Würdest du etwas langsamer gehen, liebes Auge? Ich muss mich selbst erstmal wieder in den Boss reinfinden und das wäre jetzt eine ziemliche Blamage, wenn ich jetzt hier dann doch eine Fee brauche, das wollte ich sagen. Aber darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Dreckige Wichser, auf dich zu porten, Mann. Oh Gott, jetzt kommen die auch noch dazu. Du Bastard, das ist uncool. Du Bastard, das ist uncool. Ja, komm, was will ich denn dagegen machen? Ich glaube, die müsste man absaugen, oder? Ja, musste man. Würdest du jetzt dann mal? Das wird mir nervig, diese Phase. Okay. Wir haben 15 Herzen verloren. Gar nicht so schlecht, ich habe dich unterschätzt. Gut, was sagst du dazu? Wir haben 15 Herzen verloren, ja. Meine Dämonenkraft kannst du mit dem winzigen Schwert nicht bezwingen. Ja, aber wir müssen... Jetzt wird's etwas nervig. Jetzt wird's etwas nervig. Müssen wir die erst noch freischießen, war das so? Ja, müssen wir. So, wir schießen uns hier erstmal eine schöne Reihe frei. So, genau. So lief das ab. Ah, man muss erst, selbst jetzt muss man herausfinden, welche es sind. Okay, jetzt sind es die hier. Und stirb! Das ist eine deutlich angenehmere Phase, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir haben eins gefunden. Sieht es nach der Seite aus, komplett. Es wäre schön, wenn ihr zur Abwechslung auch ein Herz droppt. Ja, jetzt ist die komplette linke Seite. Scheiße. Es ist immer noch die. Wäre zumindest logisch. Ja, es ist immer noch die linke. Nee, nicht mehr. Ist sie wieder vorne? Ja, es ist wieder vorne. Okay. Das ist jetzt böse, Kollege. Das ist mies.
Ja, da kann ich nichts machen, wenn du mir da so in der Fresse rumfliegst. Das war dumm. Alter. Alter, kannst du mir aufhören, so in der Fresse rumzufliegen? Jetzt ist gut. Alter, ich... Ihr merkt schon. Er ist eigentlich nervig. Er ist ultra nervig. Raus mit dir aus dieser Phase. Raus mit dir aus dieser Phase. Und ich werde eine Fee brauchen. Ich werde eine Fee brauchen, weil man hier keine Herzen bekommt. Man bekommt hier einfach keine Herzen. Wobei jetzt... Ist er, liegt, er steht gut, er steht gut. Er liegt gut und er ist raus aus der Phase. Und wir haben noch ein Viertel Herzen, Alter. Das darf nicht sein. Ich bin ein Dämon, ich bin mächtiger als alles andere. Ich kann nicht gegen ein Kind verlieren. Ich glaube, das war's sogar schon, oder? Nee, oder? Eine Phase müsste noch kommen, wenn ich mich nicht täusche. Das ist gut gemacht. Jetzt lass uns schnell Zelda vom Fluch befreien. Sag bitte, das war's, Alter. Gut, Tim. Jetzt verwandelt Zelda mit der Kraft des Schwertes der Vier zurück. Das war's noch nicht, oder? Doch. Haben wir es jetzt echt ohne Fee geschafft? Ich erinnere mich aber noch an irgendeine Phase, oder? Tim, danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen, Tim. Ich meine, träumen. Der Fluch ist offenbar gebrochen. Ein Glück, wir kommen noch rechtzeitig. Ja, es kam noch was. Gut. Nein, das Schloss stürzt ein. Wir müssen schnell hier raus. Los, lauf. Nur der Ausgang ist blockiert. Dann schnell zur heiligen Stätte. Okay, ich zähle eine Fee so verwenden jetzt nicht als tot an, deswegen, verwende ich die jetzt so. Einfach um zu sagen, ich hatte keinen Tod. Alter, boah, es ist ja alles im Arsch. Also irgendwas kam noch, irgendwas hatte ich noch in Erinnerung. Irgendeine Phase gab es noch, ich glaube, es waren drei. Natürlich. Mir entkommt ihr nicht. Ihr sollt die Kraft des Dämons, Vati, der das Force erlangt hat, erfahren. Ja, natürlich kann noch irgendwas. Ja, die Minish-Phase. Die habe ich ja gemeint, Alter. Man muss noch irgendwas als Minish machen bei ihm. Ja, die ganz böse Phase. Ich muss gerade nur schauen, wie das funktioniert hat. Ich weiß es nämlich nicht. Okay, jetzt werden wir wohl oder übel Game Over gehen. Ich weiß nämlich echt nicht mehr, was wir machen müssen. Leute. Ich weiß es echt nicht mehr. Oder, warte, war es nicht irgendwas mit dir? Nee, es war nichts mit dir. Hä? Bin ich komplett dumm? Oder was? Was wirklich erstmal? Du bist so ein dreckiger Bastard, Alter! Wir werden wahrscheinlich probably Game Over gehen. Mir werden die Feen ausgehen hier. Das kann ich jetzt schon mal predicten. Du bist so ein dreckiger Wichser! Alter, kannst du dich mal verpissen? Boah, Junge, du gehst mir auf den Sack. Alter, was will ich denn machen?
Was? Was? Alter, du kannst nichts machen! Er lässt dich nicht die... Es geht nicht! Es geht nicht! Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Absolut kein Peil mehr. Du kannst auch nicht irgendwie ausweichen, wenn du hinter ihm bist. Geht nicht, geht nicht. Ja. Ja. Wir machen den Scheißhuren so im nächsten Part. Das war doch nicht der letzte Part. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.